Heizöl und Konservierungsmittel. Dieser Emulgator besteht aus lauter kleinen weißen Perlen. Er lässt sich sehr gut verarbeiten und er schmilzt bei 60 Grad. So, jetzt machen wir ein bisschen Platz. Wir brauchen ein großes, hitzefestes Glas. Da kommt das Öl rein. Und der Emulgator kommt da auch rein. Und noch das Kokosöl. Zusammen ist das die Fettphase. Die Skibutter wird erst später dazugegeben, denn die ist sehr hitzeempfindlich. Die stelle ich schon mal bereit. Alles schmelzen, was jetzt noch fest ist. Das wird eine Weile dauern. In der Zwischenzeit kann ich ein bisschen aufräumen und die Schälchen spülen, die ich schmutzig gemacht habe. Bis alles geschmolzen ist, braucht man immer ein wenig Geduld. Thank you.
ist jetzt auch schon ganz gut abgekühlt. So, jetzt trockne ich das Glas ab. Jetzt hole ich eine Salbendose zum Abfüllen. Da ist sie. Wie eine kleine Trommel. Thank you.
das, was ich noch übrig habe, fülle ich in ein kleines Salbendöschen. Das ist für mich, damit ich die Creme ausgiebig teste.